Hallihallo, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Ich bin André und welcome to Herr der Ringe Online. Wir sind mal wieder am Start. Und zwar, wir befinden uns jetzt gerade in Bruchtal. Im Heiligen Haus. Und. Ach Quatsch, im Heiligen Haus. Also, hier. Das letzte heimliche. Oh, egal. Gut, nein. Ja, uns hat der Weg hierher geschickt. Und mal gucken, warum. Mit wem haben wir zu sprechen? So, dann gucken wir mal. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen nirgendwo hin. Das ist sehr gut. Redet mit Meister Elrond im letzten heimlichen Haus in Bruchtal. Okay, jetzt muss ich erstmal wissen, wo der Herr Elrond ist. Wo hat er sich versteckt? In welcher Ecke? Kann ich in alle Räume gucken? Hier rein, ja. Der Bilbo ist hier. Aber Meister Elrond ist auf jeden Fall hier nicht drin, ne? Hier ist auch niemand. Ich werde mal kurz lesen. Mal gucken. Okay. Also es steht auf jeden Fall nicht drin, in welchem Raum er sich befindet. Aha. Da unten ist er. Warum wird mir das eigentlich nicht angezeigt? Nee. Finde ich sehr schade. Aber schön sieht's hier aus. Hallo Elrond. Finstere Tage werden kommen. Willkommen, Hardrick, und meine allerherzlichsten Grüße. Ich habe gehört, dass Gandalf der Graue euch zu mir geschickt hat. Das war eine gute Idee, denn ich weiß in der Tat, was aus unserem alten Freunden und Feinden geworden ist, oder besser die, die zur Ratssitzung erscheinen sind, wissen mehr darüber. An eurer Stelle würde ich mit Glorfindel reden, der sich am Fluss vor meinem Haus aufhält. Er hat Freunde unter den großen Adlern und hat schreckliche Neuigkeiten zu berichten. Ihr solltet außerdem mit den Elbenprinzen Legolas und Boromir, dem Generalhauptmann von Gondor, reden, die sich in den Gästequartieren aufhalten. Auch sie haben viele Neuigkeiten aus der Außenwelt zu berichten. Hier sind viele Sachen. So, hier muss ich jetzt wieder kaufen, ja? Finstere Tage werden kommen. So, also müssen wir jedes Zimmerchen mal gucken. Wer sich da noch, also wo die sich befinden, wo die Gästezimmer sind, das weiß ich natürlich nicht.
Wird mir auch hier drin wieder nicht angezeigt. Leider. Die Halle der Erholung. Weil es sieht schon toll aus, wenn du überlegst, für so ein altes Spiel, obwohl das hier ein bisschen aussieht wie flüssiges Aluminium oder Eisen. Nee, toll. Wirklich toll, oder? So viele Details hier drin und so. Finde ich super. Ganz toll gemacht. Also hier in dem Haus wurde ja auch schon vor kurzem mit dem Patch vieles verändert. Also da wurden die Texturen alle sehr gut aufgeblasen. Wird uns noch in der ganzen Welt erwarten. So, noch tiefer. Ah ja. Okay. Auf jeden Fall kann ich erstmal vor der Tür reden. Hat gesagt, vor der Tür steht immer einer. Das ist, glaube ich, das Einfachste von allen. Aha, guck mal, da unten steht einer. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Also der steht auf jeden Fall noch auf unserer Seite. So, der wird ja gar nicht als Fluss angesehen. Ah, hätte ich doch über die Brücke gehen können. Was kann ich für euch tun? Ah, Hadrek, ihr seid ein Aushängeschild eures Volkes. Ich nehme an, Meister Elrond hat euch über meine Sorgen unterrichtet oder wenigstens einige Andeutungen gemacht. Ich habe Nachrichten von Gwaihir, dem Herrn der Winde, ein König unter den großen Adlern des Nebelgebirges. Steinriesen haben ein Ei aus den Borsten der großen Adler gestohlen und wollen es sicher verspeisen. Weil hier ist ziemlich verzweifelt, aber ich kann die Sache leider nicht in meine eigenen Hände nehmen. Er hat um unsere Hilfe gebeten und ihr könntet vielleicht diese Hilfe bringen. Reist zu Lorbas Gipfel und rettet das Ei der Adler. Muss ich mit dem ja auch reden? Nee. Ist so, auf der anderen Seite des Flusses, ja?
Ah, hier, die Gästezimmer sind Häuser auf dem Gelände. Guck mal, hier ist ein kleiner Hobbit. Ist auch niedlich, oder? Legolas. Was kann ich für euch tun? Adrek, ihr seid ein seltenes Exemplar eurer Klasse. Vielleicht könnt ihr meinen Vater zu Diensten sein. Ich wurde mit schrecklichen Nachrichten hierher gesandt und werde darüber nur in Meister Elronds Ratssitzung reden. Aber es gibt da eine andere Geschichte, die unbedingt besprochen werden muss. Mein Vater ist sehr besorgt über die Unruhe, die neuerdings über den großen Spinnen herrscht. Unsere Kundschafter haben die Ursache bis ins Krabbeltal des südlichen Düsterwalds verfolgt, aber seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Würdet ihr mit euren Verbündeten ins Krabbeltal reisen und herausfinden, was mit unseren Kundschaftern geschehen ist? Eine zügige Reise ist bereits für euch geplant und vorgesehen. Gut zu wissen. Der Gimli ist auch hier. Aragorn am Start. Ja, verrückt. Oh, Boromir, du bist auch da. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Hallo, ihr dort. Ich grüße euch. Als ich von Gondor aus den Süden hierher kam, wurde ich von Bilbis in der Nebelgebirge verfolgt. Aus dem, was sie sagten und aus den anderen Gerüchten von den weit verstreut lebenden Menschen schließe ich, dass ein neuer großer Bilbis in ihren Reihen erstanden ist. Ich dachte, das sei vielleicht von Interesse für den Meister von Bruchtal. Den Imladris liegt ja im Schatten des Nebelgebirges. Wenn ich könnte, dann würde ich dieses ehrenvolle Abenteuer selbst wagen und diese Bilbisse Höhlen zum Einsturz bringen. Aber meine Angelegenheiten sind von allergrößter Wichtigkeit. Vielleicht wagt ihr dieses Abenteuer? Okay. Krasse Aufgaben, die mir dazu erteilt wurden, die extrem sind. Was ich alles tun muss, ist ja verrückt. Ich muss hier die skalierbare Instanz Iorbas Gipfel erfolgreich abschließen, denn die Instanz der Sitz des großen Bilbis und die Instanz die Netze des Krabbeltals. Schon krass. Schon krass. So, wo ist denn? Die Pferde sind da hinten. Okay, ich wurde jetzt hier wegen der Buchreihe, glaube ich, hingeführt. Und ja, aber unsere Reise geht ja eigentlich erstmal wieder im Auenland weiter. Da werde ich erstmal weiter drauf anschließen, weil sonst werden wir einen extrem großen Teil des Spiels einfach verpassen. Und das möchte ich nicht. Deswegen bleibt diese Aufgabe mit den Instanzen. Vielleicht kann man das jetzt zwischendurch machen. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie noch Leute finde. Oder ob ich das auch alleine spielen kann. Vielleicht mit NPCs zusammen. Weiß ich leider gar nicht. Weiß gar nicht, wo habe ich denn mein... Flucht. Flucht. Nee. Das ist wirklich schlecht. Nee, ja. Sowas und dann Guck Fertigkeiten. Ich nur mal kurz mal gucken. Warum ich da Schlucht habe. Hier ist es einfach noch mein. Ja, hier. Markstein. Ah, okay. Ja, den sollte ich mir dann mal ein bisschen weiter voransuchen, muss ich sagen. Obwohl es eigentlich, ich glaube, von Schlucht nicht weit ist bis ins Bretal. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Hier kann ich mal einfach gar nichts benutzen. Nee. Hier sind nur die Trollhöhlen. Okay, das ist natürlich schlecht. Dann geht's nach Schlucht. Und von Schlucht nach Bre. Ja, man ist doch manchmal ein bisschen verwöhnt von anderen MMOs. Portale, einfach hier und da hinklicken, da und da hinreisen, da hinfliegen. Das ist bei Herr der Ringe auch, ich meine, wir sind hier im Mittelalter, da gibt es weder Portale noch sonst irgendwas. Wo
Obwohl der Jäger eigentlich sich ziemlich überall hinporten kann, wo er gerne möchte. Aber hier halt einfach nicht. Ich grüße euch. Was kann ich für euch tun? Ja, würde eigentlich... Da. So, siehst du, da kann nämlich in der Südbre. Mal gucken. Okay. Ne, wir gehen erstmal nach Südbre und dann schauen wir da weiter. So, ich reise auf jeden Fall erstmal nach Bre. Bedanke mich, dass du wieder hier gewesen bist, mein Lieber. Schön, dass du da warst und ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann würde ich mich natürlich sehr, sehr über ein Like freuen. Und ja, natürlich auch über ein Abo, wenn du noch kein Abonnent bist. Und dann schalt einfach nächstes Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein André und tschüss.